Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute schauen wir uns mein Lieblingszubehör für den DJI Ronin SC an, sowie so ziemlich jeden anderen Gimbal. Dabei handelt es sich um eine Adapterplatte für unser Zubehör, einen Schnellwechseladapter für unsere Kamera, einen Federarm für die vierte Achse und wir schauen uns an, was ein Federarm für die vierte Achse wirklich bringt, beziehungsweise wie viel Stabilität wir gewinnen im Gegensatz zu nur Kamera oder Kamera im Gimbal. Aber zuerst kommen wir zu dieser kleinen Metallplatte hier an der Seite. Das ist eine Gewindeplatte von SmallRig, an der wir unsere Zubehör anschließen können. Zwar bekommen wir zum Ronin von DJI eine Adapterplatte dazu, jedoch ist das Gewinde in dieser viel zu kurz. Und wenn wir dort unser Zubehör anschließen, kann es passieren, dass wir die elektronischen Kontakte unseres Gimbals beschädigen. Ich habe mir für die originale Adapterplatte extra eine Schraube zurechtgeschliffen und so kurz gemacht, dass sie beschädigungsfrei ins Gewinde passt. Wenn man dort jetzt jedoch Zubehör anschließen möchte, wie eine Lampe, ein Mikrofon oder einen externen Bildschirm, muss man zuvor noch eine Gewindeplatte anschrauben und letztendlich wird dadurch unser Gimbal nur schwerer und größer. Also ist die ideale Lösung, gleich eine richtige Adapterplatte zu nutzen. Diese gibt es von diversen Herstellern. Ich habe mich jedoch aus zwei Gründen für die von SmallRig entschieden. Erstens die Anzahl der Anschlüsse. Die Adapterplatte von SmallRig bietet uns ganze 7 Gewindeanschlüsse und eine Schiene, um dort etwas per Schnellverschluss anzubringen. Bei anderen Herstellern habe ich noch keinen Artikel gefunden, der uns eine derartige Anschlussvielfalt bietet. Und das zweite ist die Marke. Ich verwende einiges an Zubehör von SmallRig und wurde von diesem Hersteller bisher noch nie enttäuscht. Die Verarbeitungsqualität ist immer ultra hochwertig und macht den Eindruck, dass es bis ans Lebensende hält. Das nächste ist ein Schnellwechseladapter für die Kamerahalterung, um dort Akka, Swiss oder Manfrotto Schnellwechselplatten verwenden zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin außerordentlich erstaunt, dass DJI sowas nicht selbst anbietet. Immerhin ist das ein Standard, der von allen Video- und Fotografen auf der ganzen Welt verwendet wird. Und dass DJI bzw. auch alle anderen Gimbalhersteller da noch so hinterherhinken, ist wirklich erstaunlich. Ich benutze hierfür einfach die billigste Akka Swiss Klemme, die ich auf Amazon finden konnte. Und in meinem Fall ist es das Modell K30 von Mengs. Anschrauben tut man dieses mit einer anstatt mit zwei Schrauben, wenn man diese jedoch ordentlich anballert, hält die safe. Solange man die normale Version vom DJI Ronin SC verwendet, ist alles cool. Wenn man jedoch die Version mit Fokusmotor verwendet, könnte es ziemlich eng werden. Da man nämlich einen sogenannten Kamera-Riser verwenden muss, um den Fokusmotor am Gimbal anzubringen. Bei einer Sony A6000 passt es gerade so noch, ab einer A7 ist es vorbei und man muss es ein wenig umbauen. Jedoch gestaltet sich dieser Umbau sehr einfach. Alles, was wir dafür benötigen, ist ein Bleistift, ein 3,5 mm Bohrer und ein M4-Gewindeschneider. Beim Umbau legen wir unser Fokusmotorgestänger an unser Schnellwechseladapter an und nutzen den Bleistift, um die Löcher anzuzeichnen. Danach bohren wir zwei Löcher in die angezeichneten Stellen und schneiden danach das Gewinde hinein. Nun sind wir schon an der Stelle, an der wir unser Gestänger anschrauben können und der Umbau ist abgeschlossen. Unser Schnellwechseladapter dient nun gleichzeitig als Riser, an dem wir unseren Fokusmotor anschrauben können. So, kommen wir nun zum dritten und letzten Zubehörteil zu unserem Gimbal, nämlich der Federarm. Das meiner Meinung nach beste Zubehörstück, was man für einen Gimbal kaufen kann. Aber kommen wir zuerst einmal kurz zur Funktionsweise eines Federarms. Ein Federarm ist an sich nur ein Griff für zwei Hände, dessen Mitte mit Federn gelagert ist. Das soll dafür sorgen, dass die Schrittbewegungen, die Bewegungen der vierten Achse herausgefiltert werden. Und tatsächlich funktioniert es mal mehr und mal weniger gut. Aber genau das wollen wir ja testen. Und wir testen das Ganze nach einem speziellen Schema. Das heißt, als Überkategorie haben wir erstmal die Brennweite, mit der wir filmen. Einmal 16 mm und einmal 70 mm. Das nächste ist sozusagen die Person, der wir die Kamera in die Hand drücken. Einmal laufe ich wie ein kompletter Idiot mit der Kamera, einmal wie ein ganz normaler Mensch und einmal im sogenannten Ninja Walk. Der Ninja Walk ist eine spezielle Art zu laufen, die man nutzt, um möglichst stabiles Videomaterial zu erhalten. Und das dritte ist das Gerät, welches wir verwenden. Als erstes laufe ich nur mit der Kamera, als zweites mit der Kamera im Gimbal und als drittes mit der Kamera im Gimbal auf dem Federarm. Alle Aufnahmen werden übrigens mit aktiviertem Steady Shot in der Kamera und im Objektiv gemacht. Als erschwerende Bedingung kommt hinzu, dass ich alles, so wie dieses gesamte Video hier, in 24 Frames per Second filmen werde. Das für Erschütterungen und Verwackler anfälligste, allerdings auch epischste Format, was es gibt. Und nun macht euch selbst einmal ein Bild. Ich blende euch jetzt die Vergleiche ein und beschrifte alles. Yeah.
Jackson. So, nachdem ich nun gefühlt 100 Mal hin und her gerannt bin, habe ich einiges an Erkenntnis gewonnen. Einerseits, dass jemand, der keine Ahnung von Kameras hat, auch mit einem Gimbal schreckliche Videos aufnimmt. Wenn dieser jemand jedoch einen Federarm verwendet, sieht es schon wieder ganz anders aus und das Videomaterial ist durchaus zu gebrauchen. Bei jemandem, der normal mit einer Kamera umgehen kann, ist der Unterschied zum Federarm von Gimbal schon gar nicht mehr ganz so groß. Da ist auch das Footage von nur Gimbal durchaus zu gebrauchen. Jedoch wirkt der Federarm wesentlich professioneller. Bei jemandem, der schon etwas mehr Erfahrung mit Kameras hat, ist selbst die Aufnahme ohne Gimbal zu gebrauchen. Schön allerdings wird es erst mit Gimbal und mit dem Federarm sieht es wirklich professionell aus, wie eine Aufnahme aus einem Kamerakran. Und das sogar egal bei welcher Brennweite, ob nun 16 oder 70 mm und wahrscheinlich sogar noch bei 100, 200 und 300 mm. Allerdings waren das jetzt auch alles Aufnahmen aus einer angenehmen Höhe, spätestens bei Dropshot-Aufnahmen von unten. Ist ein Gimbal unverzichtbar. Da kann selbst der Profi aus der Hand nichts mehr reißen. Einfach schon durch die gebückte Körperhaltung ist an Stabilität dann nicht mehr zu denken. Also, kann ich so ein Gimbal empfehlen? Ja. Allerdings fürs richtige Einsatzgebiet. Wenn ihr zum Beispiel vloggen wollt, würde ich euch empfehlen, lernt einfach die Kamera stabil in der Hand zu halten. Oder nutzt einen Gorilla-Pod. Der bietet euch noch ein wenig extra Range, wodurch ihr euren Arm weiter anwinkeln könnt und ein stabileres Bild bekommt. Und wenn ihr richtig Muckis habt, könnt ihr natürlich auch mit eurem Gimbal vloggen. Wenn ihr jedoch anfangt, mit einem Federarm am Gimbal zu vloggen, kann ich euch sagen, ihr verliert schneller den Spaß daran, als ihr bis 10 zählen könnt. Aber ihr müsst auch bedenken, dass es bezüglich dem Zubehör einfach nicht dabei bleibt. Ihr fangt an, mit einer Kamera und einem Mikrofon zu filmen. Holt euch dann, weil es praktisch ist, einen Gorillapod. Und danach, weil ihr die Stabilität braucht, einen Gimbal. Nun müsst ihr aber mit dem Gimbal in einer seltsamen Position filmen, also braucht ihr noch einen externen Monitor. Nun müsst ihr aber auch noch im Dunkeln filmen und müsst noch eine Lampe mit anbringen. Tja, und jetzt filmt ihr mit einem Federarm und müsst euer gesamtes Zubehör am Federarm anbringen. Was kein Problem ist, aber dabei bleibt es wieder nicht. Ihr braucht noch eine zweite Lampe, weil es besonders dunkel ist. Und natürlich braucht ihr auch ein Mikrofon in Industriequalität, um einen hochwertigen Sound zu haben. Tja, und ganz schnell seid ihr einfach bei einem Setup, was ihr alleine nicht mehr bewältigen könnt. Nichtsdestotrotz bekommt der Federarm von mir eine volle Empfehlung und 10 von 10 Punkten. Immer wieder gibt es Situationen, in denen es ohne einen Federarm fast unmöglich ist, stabile Aufnahmen zu machen. Bei einem Carpon zum Beispiel würde ich es nur empfehlen. Oder auch bei Aufnahmen, in denen ihr euch stark bewegen oder rennen müsst, ist es eigentlich unmöglich, ohne einen Federarm vernünftige Aufnahmen zu produzieren. Auch muss es gar kein teurer Federarm sein. Es gibt günstige Modelle aus Plastik, die genau den gleichen Job erfüllen. Ja, und das war meine Top 3 in Gimbal-Zubehör und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.